Hallihallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Yooka-Laylee, wo wir unseren Schaufelfreund, den Shovel Knight, in der letzten Episode kennengelernt haben. Und der will von uns, dass wir hier anscheinend irgendwo ein Riesenjuwel besorgen. Die Frage ist, wo genau? Ich schätze einfach mal irgendwo hier entlang. Aber sicher bin ich mir bei der Annahme jetzt mal nicht. Wir gucken einfach mal hier eine Runde um diese Burg. Vielleicht lässt sich hier irgendwas entdecken. Da hinten versteckt sich zumindest schon mal eine Feder. Aha! Ja, vor mir kannst du dich nicht verstecken. Geht's hier nach unten vielleicht auch noch irgendwo hin? Nee, sieht nicht danach aus. So, hier jetzt nur wieder den Sprung um die Ecke schaffen. Und dann ist das alles schon kein Problem mehr. Okay, dann jetzt die Frage. Wie sollte ich hier hochkommen? Und das sieht irgendwie aus wie eine Wippe. Das ist eine verdammte Wippe. Hopp. Und hopp. Und hopp. Okay, das habe ich mal geschafft. Aber ich habe gerade auch bemerkt, dass ich da eine Feder übersehen habe. Wie soll ich denn so hoch da rankommen? Das geht doch gar nicht. So komme ich da nicht hin. Hoppa! Ah, verdammt! Das sah aber irgendwie so aus, als ob das klappen könnte. Ja, tut's auch. So mag ich das. So, weiter geht's. Mal hier schnell um die Ecke lunzen. Okay, da versteckt sich noch eine. Wir wollen ja immerhin wieder ein paar ansammeln, um uns vielleicht eventuell wieder irgendwas von Trousers zu holen. Okay, ich schätze mal grob, das hier benötige ich. Voll daneben. Getroffen. Oh, fuck. Genau falsch stehen geblieben. Bitte mal weiter drehen. Fuck. Das hat so ein klein bisschen eine Verzögerung drin. Das ist scheiße. Das könnte aber funktionieren so. Ja, funktioniert wunderbar. Wunderbärchen. Okay, wie mache ich das hier jetzt? Einfach mal hier ein bisschen zurückstellen, damit ich mehr Überblick habe. Ja, dann drehen wir das hier mal los. Mal. So? Ah, sieht gut aus. Nee, sieht scheiße aus, weil ich hier nicht hochkomme, oder? Ah, nein, schaffe ich doch. Okay. Dann passt das doch. Oh Mann, die Scheiße dreht sich aber schnell hier. Okay, was haben wir hier? Wofür ist das hier? Ach, da unten ist ein Schalter. Ich habe mich gerade gefragt, wofür ist der Weg hier gut? Aber dann habe ich es doch erkannt. Jetzt ist nur die Frage, was macht denn der hier? Ich gucke total in die falsche Richtung. Spucken wir einfach mal. Okay, der macht das Erste. Na, das war total falsch. Das könnte er eventuell hinhauen. Eventuell. Ach, da oben bewegt sich auch noch einer, merke ich gerade. Ach du meine Fresse. Nee, total falsch. Das sieht gut aus. Muss ich nur noch den da oben treffen. Ach, jetzt ist meine Energie wieder leer. Okay, warten wir einfach mal hier an der Ecke ab. Nein! Ach! Fuck you! Das ist total scheiße, wie das hier steht. Ach, das ist schon wieder meine Energie alle. Komm, gib her. Das Mistteil trifft man aber auch nicht. Mann, ey. Alter. Komm schon, start nochmal los. So wird das doch nie was hier. Mann, 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 ey.
Das war ein bisschen zu früh geballert. Schon wieder zu früh. Zu spät. Na, endlich mal wieder getroffen. Das könnte theoretisch funktionieren, oder? Glaube ich jetzt. Aber ich glaube, ich muss den ersten hier nochmal ein bisschen vielleicht umpositionieren. Nee, es klappt. Muss ich nur noch hier... Ach, jetzt sag mir nicht, ich komme hier nicht hoch. Fuck you! Kann ich mich hier nicht hier irgendwie hochschummeln? Ja, geht doch. Oh, was sind das für Typen? Aua! Oh, der lebt ja noch. Geht mir aus dem Weg. So. Okay, wir sind oben. An der Spitze anscheinend. Was nun? Dann gib mal das hier her. Ach, da ist der Diamant. Kann ich ihn einfach runterballern? Bonk. Ja, das funktioniert. Und wir haben ihn. Großartige Arbeit, Freunde. Ihr habt mein Juwel geborgen. Jetzt bringt es hierher zurück. Okidoki. Ich glaube, von hier ganz oben runterspringen wäre nicht unbedingt die cleverste Idee. Denn wie wir ja schon mal gelernt haben, Fallschaden existiert hier sehr wohl. Upsala. Hier noch rüber, da noch rüber und jetzt sind wir wieder unten. Auf sicherem Boden. So, hier bitte, mein Freund. Wir haben das Juwel geborgen, Shovel Knight. Ich bin beeindruckt. Ich kann kaum erwarten, es gegen haufenweise Gold einzutauschen. Und nun, wie versprochen, folgt das Geheimnis für erfolgreiche Abenteuer. Aha, mhm. Also einfach irgendwo graben. Alles, was ihr braucht, ist eine Karte und eine gehörige Portion Abenteuerlust. Der Humor dieses Typen ist so flach wie sein pixeliger Schatz. Tja. Ja, danke für das Pagey, Shovel Knight. Dankeschön. Ihr macht das prima, so werdet ihr das Einbuch im 0,nix wieder beisammen haben. Nicht vergessen, ihr könnt Welten erweitern, wenn ihr zum Großwälzer-Eingang zurückkehrt. Ja, aber ich habe die Welt ja schon erweitert und es geht ja nur einmal, oder? Viel Spaß bei euren Abenteuern. Unsere Wege werden sich sicher wieder kreuzen. Oh, jetzt habe ich zu bisschen zu viel weitergedrückt. Nichts dagegen, ein wenig von dem Gold zu horten. Natürlich, Layli, du geldgeile Sau, du. Okay, wäre das aber auch erledigt. Dann die Frage gleich mal wieder. Was ist unser nächstes großes Ziel jetzt? Wir haben hier auch noch so ein bisschen was. Denn zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, dann war doch bei der Rennstrecke unten in der Burg, da war doch, glaube ich, noch irgendwo ein Höhleingang, oder? Wenn ich jetzt nicht total falsch liegen sollte. Ich frage mich auch noch immer so ein bisschen, wo ich den letzten Ghost Rider finde, denn wir haben erst 4 Stück von 5. Ja, genau, hier ist der Höhleneingang. Habe ich hier sonst vielleicht noch irgendwo irgendwas vercheckt? Ja, hier kann ich nur wieder nach oben gehen. Das will ich ja nicht. Wir wissen ja, hier ist der Arcade-Automat. Bei dem können wir momentan noch nichts machen, weil uns eine Münze dafür fehlt. Also gut, dann gucken wir mal hier rein. Da ist doch eine Münze, oder? Nur ich kann an die fucking Münze nicht ran. Ha! So geht's aber. Spielmünze, bring mich zu Rextro, wenn du ein wenig Spaß haben willst. Okay, Münze, ich bring dich zu Rextro. Ach, nö! Och, scheiße.
So, so. Immer nochmal hoch und dann nochmal hoch. Und jetzt sind wir auch schon wieder da. Was willst denn du hier? Geh weg. Hm, lecker Schmetterling. So, Rextro, jetzt habe ich mal eine Münze. Wir haben eine Spielmünze, Rextro. Ah, gut. Geh zum Spielautomaten und drücke X. Wenn du das Spiel schaffst, gibt Rextro Spezialgewinn. Okay, Rextro. Wo muss ich hier die Münze einwerfen? Ach, da unten ist der Münzschlitz. Nee, was? Wo werfe ich hier die Münzen ein? Da bin ich hier, glaube ich, irgendwie falsch, oder? Bin ich jetzt total plemplem? Mal, hier war gerade... Ach, okay. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Ja, natürlich wollen wir das. Okay, was spielen wir denn hier? Katos Karting. Fahren, ausweichen, kaputt machen. Das sind nur drei Dinge, die man in Hindernisrennen so macht. Rextro ändert sich nicht an andere Dinge. Okay. Regeln. Rennen über 5 Runden. Schnapp die Power-Ups. Schieß auf Dinge. Erreiche die schnellste Zeit. Okay, ist das irgendwie so eine Art Micro Machines? So in die Richtung jetzt. Sieht irgendwie ein bisschen danach aus. Das ist echt so ein bisschen Micro Machines, ihr heilige Scheiße. Gebe ich ein Gas? Ach so. Uiuiuiui. Wo fahre ich denn hin? Oh nein, Feuer! Au! Will das Power Up! Danke! Tempo Boost! Au! Nochmal Tempo! Au! Scheiße! Die bescheuerten Flammen, ey! Nein! Ach, Wasser! Fuck! Ich glaube kaum, dass das hier eine Bestzeit wird. Gut, solange ich jetzt nur in diesen... Oh, umgekehrte Steuerung! Ach du Scheiße! Das ist gemein. Okay, jetzt ist es aber wieder richtig... Au! Fuck. Ah, lass mich doch vorbei. So, gib mir hier... Nein, ach, jetzt habe ich den Tempo-Booster auch vergessen. Ah, fuck you. Boah, das ist echt nicht so einfach. Ich werde die Strecke aber ja wohl, wenn möglich, in diesen verdammten 4-Minuten-Hitch schaffen. Auch das will ich diesmal nicht mitnehmen. Das macht wieder irgendeinen Blödsinn, den ich nicht will. Ja, läuft schon besser. Upp. Upp. Ach, jetzt vergesse ich schon wieder den Tempo-Boost. Zum Glück kann ich hier anscheinend so oft, ich will, von den Flammen getroffen werden. Das Blöde ist einfach nur, dass mir das dann Zeit kostet. Uppala. Oh, toll, Zeitlupe. Dankeschön. Schaffe ich ja nicht mal den Sprung. Okay, den schaffe ich trotzdem. So, jetzt aber hier Tempo Boost. Wow, und ich spring. Au. Alter, ich komme mit dem Tempo Boost nicht klar. Ist egal, nochmal. Fuck. Gott, ich hoffe einfach nur, dass ich das innerhalb dieser 4 Minuten irgendwie schaffen muss. Oder jetzt halt noch 2 Minuten 45, die ich noch übrig habe. Ich glaube aber, ich muss da irgendwie ein bisschen eine bessere Leistung hinlegen. Au, au, au. Das ist echt gar nicht so einfach, oder? Übersehe ich hier gerade so ein bisschen die Feinheiten? Dass man hier vielleicht noch irgendwie driften kann oder irgend sowas in die Richtung. Ich glaube, am einfachsten wäre einfach nicht die ganze Zeit Vollgas fahren, sondern doch eventuell mal in den Kurven ein bisschen bremsen. Das wäre, glaube ich, ganz eine vernünftige Idee. So, haben wir Highscore. Wow! Freunde, Spiel gewonnen! Deine Dinosaurier-Spiele sind ziemlich leicht. Bitte wartet! Während Rextro Spielstand auf Floppy speichert. Auf was bitte?
Versuchsspiel gerne nochmal. Wenn Freunde Highscore schlagen, gibt Rexron noch einen Preis. Möchten Freunde wieder spielen? Nee, jetzt momentan nicht. Okay. Aber wir wissen zumindest Topola. Wollen Freunde spaßiges Autospiel spielen? Nein. Jetzt nicht. Wir müssen die Welt retten und haben wichtige Dinge zu tun, Rextro. Wir können nicht den ganzen Tag nur Computerspiele spielen. Okay. Jetzt, nächste Frage. Komme ich hier eigentlich irgendwie hoch? Aha, da oben ist eine Feder. Feder, Feder, Feder. Hopp, hopp. Das war knapper, als ich erwartet hatte. Kann ich mich da auch vielleicht über die Steine irgendwie hochschummeln? Wäre vielleicht ein Ding der Möglichkeit. Wenn ich hier und dann hier... Ach nee. Aber doch, das geht. Frage ist nur, komme ich jetzt darüber? Ja, wunderbar. Also ich kann mir jetzt auch endlich mal diese Federn hier mitnehmen. Mir weiterhin die geile Automatenmucke reinziehen. Sehr nice. So, okay, das hier im Blumengarten haben wir eigentlich schon erledigt. Kann ich bei dieser Fratze hier eigentlich noch irgendwas tun? Stelle ich mir gerade so ein bisschen die Frage. Sieht aber nicht so aus. Hätte vielleicht gedacht, es gibt hier irgendeine Art Höhleneingang oder sowas in die Richtung. Aber anscheinend nicht. Oh, da ist noch eine Pflanze. Mit der habe ich noch gar nicht gequatscht. Bringt mir jetzt auch nichts in dieser Form. Aber die könnte mir vielleicht verraten, wo ich den letzten Ghostwriter finde. Und da habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt keinen Plan, wo das sein könnte. Ich versuche mich jetzt einfach mal hier die Wand wieder hochzuschummeln. Das funktioniert in dem Spiel erstaunlich gut, muss man sagen. Aber hier geht es anscheinend wirklich nicht mehr weiter. Na gut. Dann wohin als nächstes? Fragen über Fragen. Geht aus dem Weg, Leute. So, Moment mal. War hier nicht noch... Ach, da ist die Rampe, die ich gesucht habe. Genau diese jene hier. Da steht auch noch eine Pflanze. Och, ich habe so viele Pflanzen übersehen, mit denen ich quatschen kann. Gucken wir aber zuerst mal hier nach unten. Ach Gott. Aber vorher muss ich jetzt schnell nochmal weg und wir sehen uns gleich wieder. Und wieder da. Es geht weiter. Wir gucken uns um hier unter dem Tempel. Moment mal, wenn ich mir das hier aber mal so genau angucke... Das ist doch eigentlich auch eine der Stellen, durch die die Rennstrecke gelaufen ist. Warte mal, kann ich hier durch? Nee. Hätte ja sein können. Wäre möglich gewesen. Habe ich hier vielleicht noch irgendwo Federn übersehen? Sollte, glaube ich, hier mal ein bisschen Gas geben, damit das hier ein bisschen schneller geht. Hat hier unten irgendwas noch? Das sieht mir doch hier sehr verdächtig aus, dass hier diese Steine sind. Ja, bald da ist doch etwas. Oh nein. Den Sprung schaffe ich aber. Den schaffe ich. Sage doch, den schaffe ich. Okay, was haben wir hier jetzt? Was haben wir jetzt wieder entdeckt? Rampus Schatzkammer. Oh la la. Eine Feder. Zwei Federn. Drei Federn. Wie bekomme ich dich hier raus? Ich habe doch Rampus schon besiegt. Sollte das nicht eigentlich offen sein? Hm. Was soll ich damit tun? Mit den Diamanten hier kann ich auch nichts anfangen. Ich könnte Shovel Knight herholen. Der könnte mit den Diamanten hier sicher was anfangen. Oder Rubine oder was auch immer das sind. Einfach grob gesagt Edelsteine. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das Page hier rausbekomme. Das ist so ein bisschen doof. Das ist so ein kleines bisschen doof. Das bringt mir auch nichts. Da muss wohl noch irgendwas gemacht werden.
und ich weiß nicht was. Aber Rampo oben haben wir ja besiegt, aber haben wir bei Rampo noch irgendwas übersehen? Hat da oben vielleicht irgendwo eine Art Schalter versteckt? Oder hätte ich ihn eventuell nur weiter mit seinem Auge quälen müssen, dass er mir dann sagt, oh nein, lasst mich in Frieden, dafür gebe ich euch meinen Schatz oder irgendwas in die Richtung. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, oder? Jetzt bin ich doch neugierig. Jetzt bin ich doch wieder ein kleines Itzi-Bitzi neugierig. Das will ich jetzt abchecken. Oh, das war arschknapp. Ach ja, stimmt, hier muss ich ja wieder sprengen. Ah, nehme mir das auch gleich mit. So. Meine, auf diesen Protest hier. Hey, okay, da geht nichts. Dachte vielleicht kurz, vielleicht geht da was. Der gibt mir nicht mal einen verdammten Schmetterling, der Arsch, der. So, Rampo, ich bin wieder da. Um dich ein bisschen weiter zu quälen. So, Rampo. Verrate mir die Kombination zu deiner Schatzkammer. Will er anscheinend wirklich nicht. Er will es mir nicht verraten, auch wenn ich ihn noch so sehr ins Auge piekse. Motherfucker, ey. Hier hinten war ja auch nichts mehr. Wenn ich hier irgendwie vielleicht unter ihn... Nee, das wäre total sinnlos. Komisch, komisch. Wie komme ich in Rampos Schatzkammer an diese verdammtes Pagey dran? Echt mal eine verdammt gute Frage. Hier geht ja nichts. Das habe ich ja schon auf der anderen Seite probiert. Alles sehr, sehr komisch. Kann ich ihn vielleicht hier unten irgendwie ein bisschen kitzeln, dass er dann die Kombination verrät? Nein, tut er nicht. Wobei ich mich auch so ein bisschen frage... Nein, oh, nein, 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 oh, shit. Hier waren ja auch noch diese Löcher. Gibt bei denen vielleicht irgendwas? Nee, weil man da auch nicht so wirklich vernünftig reinkommt. Hier ist auch nichts. Jetzt ist gleich meine Energie zu Ende. Aber hier ist auch nichts. Nee. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas machen kann. Dann ist das echt mal eine gute Frage, was zur Hölle wir in Rampos Schatzkammer machen können. Ich weiß es nicht. Ist für mich echt momentan so ein kleines Rätsel, was man da machen kann. Aber wir werden es diese Episode auch wahrscheinlich nicht mehr rausfinden. Vielleicht nächste Episode, wer weiß. Aber wahrscheinlich nicht. Denn ich glaube, in der nächsten Episode werde ich mich dann mal daran machen, bei diesem Tempel hier noch die Oberseite ein bisschen zu erkunden und dann werden wir uns mal auf den Weg da nach oben machen, was verdammt riesig ist, wie es aussieht. Und das wird eine Weile dauern. Auf das erst in der nächsten Episode von Yooka-Laylee. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Haut mal, sieht sich.